Am 31. Januar endet die Antragsfrist für den Härtefallfonds, der bedürftigen Rentnern aus der ehemaligen DDR und der Ex-Sowjetunion zugutekommen soll. Der Fonds ist für Bedürftige mit bestimmten Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten gedacht, die 1991 nicht ins bundesdeutsche System übernommen wurden. Dies betrifft Zusatzrenten für ehemalige Reichsbahn- oder Postbeschäftigte sowie Ansprüche von zu DDR-Zeiten geschiedenen Frauen. Auch Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge aus der früheren Sowjetunion können Anträge stellen. Bedingung für die Einmalzahlung von 2.500 Euro ist die Bedürftigkeit, also eine Rente in der Nähe der Grundsicherung. Antragsformulare sind auf dem Informationsportal zur Stiftung Härtefallfonds verfügbar. Die Bundesregierung hatte 500 Millionen Euro für den Fonds eingeplant, mit der Möglichkeit der Beteiligung der Länder. Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg und Thüringen bieten eine Verdopplung der Summe auf 5.000 Euro für ihre Bürger an.